ist das denn? Ein Sperber? Ja, guten Morgen. Ich bin mal wieder unterwegs und ich stehe jetzt aktuell hier auf der Staumauer der großen Dünntalsperre im Bergischen Land. Das schöne Wetter, jetzt Mitte Oktober, wir haben den 10. Oktober, habe ich ausgenutzt und möchte von hier aus meine Tour starten entlang des Flusslaufes der Dünn. Natürlich nur soweit es möglich ist mit dem Fahrrad. Dazu bin ich jetzt hier hochgefahren auf die Staumauer. Auf dieser Seite haben wir das Wasser und auf dieser Seite haben wir dann den Beginn des Dünnflusslaufes. So, wen es interessiert, ein paar Zahlen zur großen Dünntalsperre. Dazu lese ich ab. Sie wurde zwischen 1960 und 1962 erbaut und hat einen Stauraum, wenn sie voll ist, von 9,5 Millionen Kubikmeter. Aktuell, heute am 11. Oktober 2022, hat sie ein Volumen von 78,5% Füllvolumen. Oh, mein Rentnerbike ist gesattelt. Dann will ich mal starten. Oh, beginnen wir unsere Reise hier auf der Staumauer. Fahren wir jetzt ein Stück entlang bis da hinten zum Ende. Und dort fahren wir dann rechts runter zum Flusslauf. So, hier geht es zunächst noch auf asphaltiertem Weg ziemlich steil runter. Aber das wird sich gleich ändern in einen Waldweg. Ich bin eben von zu Hause, bin ich hier den Weg schon hochgekommen. Daher weiß ich, wo es lang geht. So, jetzt geht es hier in den Wald. Jetzt muss ich die Kamera mal weglegen. Irgendwo da unten, da ist also der Beginn des Dünnlaufes. Noch kann man nichts sehen. Er ist auch noch ziemlich dünn. Deshalb der Name wahrscheinlich. Ah, da unten sehe ich Wasser. So, jetzt muss ich die Kamera nochmal weglegen. So, das ist also die Dünn, fast unmittelbar unterhalb der Staumauer. Ist ja doch schon ein prächtiges Flüsslein. Die Dünn ist ungefähr 40 Kilometer lang. Die 40 Kilometer werden wir wohl nicht zusammenbekommen, denn der Fahrradweg geht doch an einigen Stellen dann mehr oder weniger geradlinig. Wir folgen nicht jeder Biegung der Dünn. Und der Fahrradweg soll laut Komoot 25 Kilometer lang sein. Gut, dann fahren wir mal weiter. Wunderschön ist es hier wieder. Meine Güte. Ist ja eigentlich zu schade, um hier mit dem Fahrrad durchzufahren. Eigentlich sollte man sich da unten mal was hinsetzen und den Gedanken freien Raum lassen. Ach, ist das nicht schön? In dem Sonnenlicht jetzt, wo der Wald sich bunt färbt. So, was haben wir denn jetzt? Ein Tourbogen,
ist ja auch noch von der Römer. So, hier gibt's sogar eine Dünnschleife. Wer hätte das gedacht? Da oben am Berg, das ist Maria in der Aue, nennt sich das. Das ist ein Tagungszentrum und Hotel. Immer schmaler. Da kommen ein paar Spaziergänger. Hallo. So. Das ist ja abenteuerlich hier. So, jetzt haben wir die Dümmer auf der rechten Seite. Hier wird die Dinja richtig zum Wildbach. Entlang der Dünn stehen überall diese Kilometersteine. Und obendrauf ist hier ein Relief eingefräst, was zum einen hier den Lauf der Dünn darstellen soll. Hier fließt sie in die Wupper, von hier oben kommt die Wupper runter, die Wupper, und kurz drauf fließt es in den Rhein. Wir fahren jetzt auf den Altenberger Dom zu. Hier ist eine herrliche Allee. Heute, am Werktag, haben wir heute Mittwoch, ist ja nichts los. Aber am Wochenende bei schönem Wetter, da sind hier Himmel und Menschen. Hier sind Restaurants, der Altenberger Hof, der Küchenhof. Und hier ist der Altenberger Dom. Der Altenberger Dom wurde bereits 1133 als Kirche der Zisterzienser errichtet. Und in 1500 und ein bisschen diente er auch als Grablege für die Grafen von Berg. Wir verlassen jetzt das Gelände des Altenberger Doms wieder. Und machen uns jetzt auf die Suche der Dünn, die hier irgendwo entlang fließen muss. Na, nehmen wir die hier. Schau, hier fahren wir gerade drüber. Hier steht es schwarz auf weiß. Da drüben ist das Restaurant Wiskirchen. Das dient uns oft als Anhaltspunkt, als Anlaufpunkt für einen Spaziergang von zu Hause aus. Es ist ein schöner Weg.
durch den Wald, da hinten entlang, herrlich. Hier geht es jetzt ein Stückchen an der Straße lang. Da hinten ist die Burg Strauweiler. Jetzt kommen wir nach Odenthal. Da hinten ist übrigens nochmal das Schloss Strauweiler, was im Privatbesitz ist. So, hier geht es wieder an der Dünne entlang. Da unten fließt sie. Hier kommen wir jetzt zum Schulzentrum von Odenthal. So, und da unten haben wir sie wieder, die Dünen. Jetzt komme ich nach Osenau. Das gehört auch zu Odenthal. Wieder ein herrlicher Blick auf die Bäume hier, die sich mehr und mehr bunt färben. Mais ist abgeerntet. Der Winter kann kommen. Hoffentlich nicht so schnell. Noch ein paar schöne Herbsttage wollen wir genießen. So, da hinten, das ist das Gut Hummelsheim. Hier ist die Dünn bei Gut Hummelsheim. Weiter geht's durch den Wald, durch den Schärfenbrander Büsch. Hier haben wir uns ein bisschen entfernt von der Dünn. Die läuft da hinten. Die können wir so jetzt nicht erkennen, aber es wird ein paar Meter dauern, dann sind wir da. So, hier kommen wir wieder an die Dünn. So, da geht ein dicker Bär schwimmen in der Dünn. So, wenn man überlegt, dass voriges Jahr im Juli das alles hier überschwemmt war, konnte man überhaupt nicht mehr passieren. Unvorstellbar. Amazonasgebiet in Schlebusch. Auch drüben auf der anderen Seite, das Feld, alles war überschwemmt, bis hinten zur Straße. Hier wurde das Wehr
Das alte Wehr im Zuge der Renaturierung wurde zurückgebaut. Jetzt kann die Dünn dahinter, kann die ohne Hindernis weiterfließen. Und hier vorne ist das Becken. Das war der Abzweig, der ging zur Sensenfabrik. Hier war die Brücke, kann man auch nichts mehr von sehen. Alles zugewachsen und hier ging dann der Abzweig weiter da hinten Richtung Sensenfabrik. Ach, herrlich der Wald. Jetzt im Licht. Super. Super. So, und hier kommen wir jetzt zur Sensenfabrik. Heute ist es ein Industriemuseum, der Freudenthaler Sensenhammer. So, hier sind wir wieder an der Dünn. Hier hinten kommt sie aus Richtung Altenberg. Und da fließt sie weiter Richtung Wisdorf und Richtung Mündung. Ich zeige hier jetzt mal, wie es heute aussieht, nach der Renovierung, nach der großen Flut im Juli 21. Ich werde dann auch die Bilder von der Flut einspielen. Auch dieses Wehr wurde vor etlichen Jahren zurückgebaut. Man gibt damit den Fischen wie die Forelle und dem Lachs wieder Gelegenheit, hier die Dünn hinaufzukommen und weiter hoch in der Dünn sich anzusiedeln und zu laichen. Jetzt geht's hier unter der Brücke durch. Am Krankenhaus. Und wir folgen dem Weg weiter immer an der Dünn entlang. Jetzt allerdings auf verbotenem Terrain. Ich bin jetzt hier auf dem Fußweg. Jetzt unterqueren wir die nächste Brücke hier.
Ich bleibe weiter auf dem Dünnradweg. Die Dünn fließt hier nebenan links. Der Dünnradweg geht weiter nach Wisdorf. Wir fahren jetzt vorbei an der Bay Arena, das Fußballstadion des Fußballclubs Bayer 04. Hier ist die Bay Arena. Und wir fahren weiter Richtung Mündung. Jetzt bin ich im Neulandpark. Die Dünn musste ich leider verlassen, aufgrund der riesigen Baustelle. Zum einen die Erweiterung der Bahnlinie für den RRX, den Rhein-Ruhr-Express. Der kriegt ein separates Gleis. Und zum anderen hier die Baustelle der Rheinbrücke, der Autobahn 1, die über den Rhein geht, und die mit damit verbundenen komplette Umstrukturierung des Spaghetti-Knotens hier an diesem Kreuz. Da war es unmöglich, den altbekannten Weg an der Dünn entlang weiter zu fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier auf dem Weg da hinten weiterkomme. Aber ich glaube, da geht es unter der Autobahnbrücke ja auch nicht her, wegen der Bauarbeiten. Aber hier diese wunderschöne Allee mit den Ahornbäumen. Super. Ja, und das ist hier der Neulandpark. Der ist angelegt worden im Zuge der Landesgartenbauausstellung vor etlichen Jahren. Ich glaube, es ist auch schon wieder 20 Jahre her. Aber ein schönes Gelände. So, bin ich schon mal gespannt. Aber hier hat man einen schönen Blick auf den Bau der neuen Autobahnbrücke. So, am Rhein bin ich natürlich nicht weitergekommen, wie befürchtet. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Da ist er übrigens wieder. Der Kerl, der verfolgt mich schon die ganze Zeit. So, geschafft. Jetzt bin ich wieder auf dem Dünnradweg. Die Dünn fließt da unten zwischen den Sträuchern. Und wir folgen jetzt weiter
hier dem Weg. Aber traumhaftes Wetter haben wir heute wieder. Super, ideal zum Fahrradfahren. Hier kommt die Wupper aus dem Bergischen Land. Wir lassen uns nicht täuschen, es ist die Wupper und nicht die Dünn. Und der Fluss, der da hinten rauskommt, das müsste der Mühlenbach sein. Aber wir fahren jetzt noch ein Stück, aber es sind nur noch wenige hundert Meter bis zur Mündung von der Dünn. Hier fließt die Wupper. Und da hinten kommt die Dünn raus. Da fließt die Dünn in die Wupper. Ich muss mal gucken, ob ich da von da hinten noch besser das aufnehmen kann. So, jetzt haben wir einen besseren Standpunkt. Da drüben kommt die Dünn und fließt jetzt hier in die Wupper. Und vorher sagte ich schon, dass seit Ende des letzten Jahrhunderts, also 1998 oder so, wurde durch die Renaturierung der Dünn, wurden den Lachsen und den Meerforellen die Möglichkeit gegeben, hier weiter flussaufwärts raufzukommen und wieder ihre alten, von vor 100 Jahren alten Laichplätze wieder zu besetzen. Die waren über viele Jahrzehnte, sind die verlassen worden aufgrund der starken Verschmutzung der Flüsse, der Wupper und auch der Dünn. Aber das ist ja Gott sei Dank alles besser geworden und so haben wir also hier wieder ein bisschen Natur zurückgekriegt. Die Mündung der Dünne in die Wupper haben wir ja nur erlebt. Ich fahre jetzt noch ein kleines Stückchen weiter und schaue, ob ich auch die Mündung der Wupper in den Rhein, ob ich da auch noch nah genug dran komme. Aber ein Versuch ist wert, das ist ja auch nicht mehr weit. Versuchen wir es mal. So, geschafft. Ich bin jetzt tatsächlich hier an der Wuppermündung. Hier und jetzt fließt die Wupper in den Rhein. Und der Rhein irgendwann dann in die Nordsee. Aber da fahre ich heute nicht mehr hin. So, und hier kommt die Wupper entlang.